Ist wieder soweit. Ich habe euch wieder ein Outfit-Video aufgenommen und dieses Mal möchte ich verkünden, ein bisschen mein Instagram-Profil promoten. Du findest mich unter die kleine Coco im Internet, wollte ich gerade sagen, nein, auf Instagram. Ist schon spät heute. Also, du findest mich im Internet, sag ich es schon wieder. Das gibt's nicht. Du findest mich auf Instagram unter dem Namen Die Kleine Coco. Und ich würde mich freuen, falls du da mal reinschaust, weil da gibt es ab und zu auch mal ein paar kleine Reels, die hier auf YouTube leider keinen Platz haben, weil sie zu lang sind. Ich kann hier nur Videos mit einer Minute hochladen und auf Instagram und TikTok gibt es mich jetzt auch, kann man ein bisschen längere, kurze Videos hochladen sozusagen. Also würde mich freuen, wenn ich dich da einfach treffen würde. Falls du mich noch nicht kennst, ich heiße Coco und interessiere mich für nachhaltige Mode und trage hauptsächlich Secondhand. Also auch wenn du Markenmode bei mir siehst, dann ist sie Secondhand gekauft, weil ich die großen Konzerne schon länger nicht mehr unterstützen möchte. Es ist unwahrscheinlich viel Zeug auf dem Markt, ich sage es immer wieder, und man muss Dinge nicht neu kaufen, absolut nicht. Dank so Plattformen wie Selpi, sehr gut für ein bisschen ausgefallenere Sachen, oder Momox Fashion. Ich habe jetzt zweimal bei Selpi bestellt. Ich würde jetzt einfach sagen, wir legen einfach los mit dem ersten Outfit. Das ist ein bisschen wärmer und ich hab's nicht so mit Sachen wegschmeißen. Das tut mir immer im Herzen weh, ne? Und dieses grau-lila gestreifte Shirt war ganz lange jetzt bei mir. Aber ich habe es vor kurzem in der Hand gehabt und gesehen, die Löcher in dem Ding sind einfach jetzt viel zu groß. Das habe ich mir ja noch herkömmlich bei H&M gekauft und ich gehe ja schon ewig nicht mehr zu H&M einkaufen. Ewig. So alt ist das schon. Und jetzt habe ich gesagt, gut, es muss weg. Weil man hat diese Löcher halt einfach jetzt sehr intensiv auch gesehen. Die reiße ich mir immer irgendwie durch einen Gürtel rein oder so. Keine Ahnung. Habt ihr das auch in den Klamotten? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dazu trage ich meine Cecile Jeans. Die Outfits sind schon ein bisschen älter. Jetzt ist es inzwischen so warm geworden. Lange Jeans ertrage ich gerade keine, absolut nicht. Und die ganze Sache habe ich kombiniert mit meinen alten roten Chucks. Da ist das Plastik vorne schon etwas vergilbt. Ja, habe ich von meinen Freunden geschenkt bekommen. Die Schuhe sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Im zweiten Outfit, daran merkt man, jetzt könnte man es in was Langärmeligen nicht mehr aushalten, trage ich mein Cocaine-Oberteil, was halb Bluse, halb Pulli ist. Aber da, das ist eine gute Erinnerung für mich, ich hätte mir das nie normal gekauft, also als Neuware wäre es mir viel zu teuer gewesen. Dazu auch wieder meine Cecile Jeans, die passt halt einfach richtig gut, ich mag die Waschung. Aber wie schon gesagt, der Stoff von der Jeans, ich würde jetzt ausrasten. Die ist richtig dick, ne? Also ist was für Frühjahr, Herbst und Winter, aber Sommer. Absolut nicht. Und dazu trage ich meine Docs. Die kombiniere ich ganz gerne immer noch irgendwie zu so leichteren Klamotten, weil es so ein bisschen Stilbruch auch ist. Ich liebe es halt einfach. Im nächsten Outfit trage ich meinen schulterfreien Pullover und da dachte ich schon, den müsste ich auch wegtun, weil der an einer Stelle irgendwie so ganz komisch sich aufgelöst hat. Da war so eine Schlaufe, das sah voll blöde aus und nach dem Waschen war die weg. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Dazu trage ich ebenfalls meine Cecile Jeans, die einfach von der Waschung her da einfach gut funktioniert. Und auch hier trage ich meine Docs. Ich, wie gesagt, ich mag dieses Klobige von den Docs echt gerne. Wobei so ein Stiefel natürlich nicht der perfekte Schuh ist, wenn es richtig warm ist. Im nächsten Outfit trage ich ein Rüschenpolo. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit so Rüschen. Ich fühle mich, ich weiß auch nicht, so hundertprozentig wohl fühle ich mich mit dem Oberteil auch nicht. Aber weggeben will ich es auch nicht. Also versuche ich immer so ein bisschen
das zu tragen und zu gucken, wie ich es kombinieren kann. Dazu trage ich meine silberne Kette vom Flohmarkt. Und die habe ich für ganz wenig Geld geschossen, glaube ich 2 Euro oder so. Und das ist echtes Silber. Das war so eine Haushaltsauflösung, das hat halt richtig gut gepasst. Dazu trage ich meine G-Star. Die G-Star ist immer noch nicht unten abgenäht anständig. Also ich habe da die Originalnaht hingemacht und die habe ich halt echt schlampig vernäht. Und das geht so nach außen. Ich muss die echt mal anders nähen oder die eventuell zur Schneiderin bringen. Mal gucken, ob ich das nur in dem Leben mache. Mal schauen. Und dazu trage ich meine roten Chucks, weil dieses Lila vom Oberteil passt halt super gut dann zu den roten Chucks. Dieses Tunika-Outfit, die einen lieben die Bluse, die anderen mögen sie nicht so. Also durch das, dass ich das halt jetzt auch auf TikTok und Instagram poste, gibt es natürlich auch Reaktionen. Nicht alle. Nicht alle Outfits habe ich jetzt gepostet, aber einige schon. Dazu gibt es eine silberne Kette, die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe, mit Türkis-Anhänger. Und den Anhänger habe ich vom Kulturufer bei uns, glaube ich. Mir ist so, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist ein Outfit, da trage ich ganz gerne Leggings dazu. Und da es jetzt halt wirklich warm geworden ist, passt es halt wunderbar. Und dazu trage ich dann die schwarzen Athletics, die aussehen wie Chucks. Die habe ich ja schon einmal reparieren lassen, weil die halt so super eingelaufen sind. Und die habe ich mir mal zum Geburtstag gekauft. Kosten ein bisschen, nee, die kosten genauso viel wie die Chucks auch, sind aber eben nachhaltig. Meine Punktebluse, die hat übrigens diese Löcher auch, wie das erste Oberteil, was ich euch gezeigt habe. Leider. Also wenn ich die mal wieder in ganz finde, dann würde ich mir die einfach mal genau die gleiche Bluse in ganz wiederholen, weil die mag ich echt gerne. Dazu trage ich meine graue Jeans, die mag ich auch. Ich guck mich auch schon nach einer Ersatzjeans um, weil ewig halten bei mir so Hosen leider wirklich nicht. Da habe ich wieder die Docs kombiniert. Und als Kette trage ich zu dem Outfit meine Namenskette. Die habe ich mir von meinen Freunden geschenkt bekommen. Die habe ich jetzt auch schon eine ganze Ecke. Ja, ja. Das Shirt zu dem Outfit wollte ich eigentlich schon wegtun, weil das schon recht weit geworden ist. Aber ich habe es jetzt mal noch behalten. Ich mag es echt gerne, muss ich sagen. Und ich habe einfach festgestellt, so wenn ich diese Culotte anziehe, die ich mir mal bei Tok Tok gekauft habe, da passt das irgendwie in Kombination echt gut. Und zu der Culotte und dem schwarz-weiß gestreiften Shirt habe ich eine silberne Ballerinas an. Und ich habe mal von meiner Mutter so eine lange Kette mit einer silbernen Münze bekommen. Die hat auch sehr gut zu dem Outfit gepasst. Allerdings muss ich die Münze mal wirklich reinigen lassen, weil die ist eben auch aus Silber. Im letzten Outfit trage ich mein Adidas-Shirt. Das ist jetzt auch keine perfekte Farbe für mich. Also wenn ich das Shirt mal noch in vielleicht ein bisschen größer und in einer anderen Farbe finde, ich glaube, dann hole ich mir das schon. Aber es muss so ein Original sein, weil das mag ich ganz gerne. Dazu trage ich von meiner Oma einen Anhänger. Den habe ich schon ewig und habe den irgendwie gar nicht mehr im Fokus gehabt. Das hat ganz gut zu dem Orange des Oberteils gepasst. Dazu trage ich auch meine graue Jeans, die ich davor ja schon in Outfits getragen habe. Und meine Kirschballerinas. Das hat ganz gut gepasst und war super bequem. Und kaufst du schon Secondhand ein? Das ist einfach so ein wichtiger Schritt und so ein wichtiger Punkt. Der zweitgrößte Müllberg auf der Welt sind eben Textilien. Und wenn man sich das immer mal wieder vor Augen hält, das ist halt ein wichtiger Punkt, eben sich von Klamotten zu bedienen, die eben schon im Umkreis sind. Und da kann man sich auch super gut kleiden und kann gute Outfits zusammenstellen. Wie siehst du das? Kaufst du schon nachhaltig oder eben Secondhand? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.